Lifestyle wird Ihnen präsentiert von der Acredo Trauring Lounge Wädischwil. Ihre Spezialist für individuelle Ehringe und Diamanten in höchster Qualität. 123gold.ch. Lifestyle kommt heute über den Dächern vom Kreis 4. Ich besuche heute für Sie das Schweizer Liebespaar Tamminick, alias Tammy Glauser und Dominik Rinderknecht. Das sind die beiden. Hallo miteinander. Hoi, du, die Sonne geht auf. Danke. Wir sind hier in deiner neuen Wohnung, Domi. Auf der Dachterrasse. Schick eingerichtet, muss ich sagen. Hast du den Liegestuhl extra für mich angetan, falls die Sonne heute noch kommen? Ja, nein, im Moment sieht es nach schäbig aus. Ist nicht von mir. Nein, ich mache das noch parat auf den Sommer, aber jetzt ist eh viel zu kalt. Eine tolle Dachterrasse, die dann sicher noch lässig eingerichtet wird. Als ich das letzte Mal mit euch die Sendung gemacht habe, das Lifestyle, habe ich dich besucht in der Einliegerwohnung bei Mami unten rein. Alles frisch renoviert, eingerichtet. Warum bist du dort schon wieder ausgezogen? Also schon wieder. 2 Jahre ist es her. Eigentlich war es mal eine Übergangslösung. Dann haben wir uns so gut verstanden und so cool gehabt, dass ich 2 Jahre geblieben bin. Und nachher, irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mal noch allein wohnen. Ich war noch nie in meinem Leben ganz allein in einer Wohnung. Und darum musste ich das jetzt machen. Und nachher ist es wie angerührt, die Wohnung. Darum. Ja. Wie wohl fühlst du dich jetzt hier im Kreis 4? Also ich war sowieso in Zürich immer im Kreis 4. Ja. Also von dem her ist es, wenn ich wieder bei mir ins Heim komme. Genau, ja, das kann man Bier wirklich so sagen. Aber die Wohnung in Paris die behältst du noch, nach wie vor? Genau. Also du gehst sie besuchen in Paris und umgekehrt da. Genau, ja. Genau. Ja, das ist auch noch cool, da hat man wie zwei die Heim. Sind ihr nicht ein bisschen kaputt vom Zügeln? Mal. Aber auch von sonst schönen Sachen ein bisschen kaputt. Ja, und wir haben vor allem einfach jenstes Mal gezügelt die letzte Zeit. Meine Schwester noch, hey, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt eine Zügelfirma auftun. Wir sind wohl der Profi geworden. Dann nimmt es mich jetzt wunder, wie strukturiert eure Kisten stehen. Unten. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich auch irgendwie etwas da, oder nicht? Ganz wenige Sachen. Ich glaube, es hat ein Pulli, ein T-Shirt oder so von mir. Ja, wir müssen jetzt noch ein Plätzchen finden, wo noch ein paar Sachen untergebracht werden. Zeigst du mir deine neue Loge? Auf jeden Fall. Gehen wir schauen. Ja. Wo sind eigentlich die Hunde? Die sind in der Wohnung. Gehen wir schauen. Ja, willkommen auf der Baustelle. Noch alles voll Kisten. Ich bin erst gerade eingezogen. Ich habe noch nicht mal Licht. Darum, das Licht noch am Boden. Zum Glück haben wir ein bisschen Kameralicht aus dem Studio dabei. Genau, genau. Wie viele Zimmer hast du? 2 Zimmer, aber sehr grossräumig mit dem Gang und eine recht coole Küche, die auch gross ist. Und jetzt hier sind wir im Wohnzimmer. Auch noch völlig nicht eingerichtet. Auch hier mega viele Kisten. Was Hunde. Hast du alles? Ich Hunde, Spielzeug, Kosmetikartikel. Ich habe vorher noch nicht eben den Haarspray noch gesucht. Ich finde im Moment noch nichts. Immerhin habe ich schon ein paar Kerzen angezündet. Und genau, den Lasek sozusagen. Was ich mega freut an, ist der Tisch von meiner Großmutter. So schön. Ja, so ein alter Designer-Tisch, an dem habe ich mega freut. Und ja, da hinten kam zum Beispiel das Bild von einem Freund von uns, der Riad. Das ist auch etwas, das ich dann möglichst schnell aufhängen werde. Ja, nein, es ist, schau, es wird jetzt, es kommt, es kommt. In der alten Wohnung. Habt ihr auch recht geschafft? Also ich kann mich noch an die hangenden Pflanzen erinnern, die Farben. Gibt es da auch noch ein bisschen Farben? Oder was wirst du da machen? Ja, auf jeden Fall. Nein, eben, es ist noch bei. Also es ist noch nie nichts da drin. Und ich möchte unbedingt. Ich möchte es sehr wohlig haben. Ich möchte noch einen Teppich. Ich finde das auch etwas, das ganz viel ausmacht. Eben mit Bildern, mit Farben. Mit. Aber ich möchte so wirklich einzelne Stücke. Ich gehe nicht gerne in einen Laden und kaufe alles, was ich brauche. Ich habe ja schon ein paar Stücke. Ich habe auch hier einen Designersessel. Wo ich mega Freude habe, wo dann auch noch ein bisschen schöner wird aussehen, wenn der dann schöner noch inszeniert ist. Aber auch so kleine Sachen, ich werde auch mal ins Brocki gehen. Das finde ich cool. Liebe so Zeug. Oder Flomi oder genau. So. Genau, und dann entdeckst du so deine Sachen und nach dies nach wächst das da rein. Die Hunde sieht man jetzt, die beiden, die sind ja ein Herz und eine Seele. Ja. Die sind quasi auch sind gut 2 Monate, 2 Jahre zusammen. 2 Jahre und 2 Monate, wie ihr. Genau, genau, die sind gleich alt, sind beide 10. Per Zufall. Ja, es sind unsere Schätze, Scherze. Sie fühlen sich, glaube ich, auch wohl da. Hättet ihr zwei gedacht, dass ihr im Leben je könntet so glücklich sein in einer Partnerschaft? Nein. Nein, nein, es ist wirklich. Also, ich habe. Ja, ich finde, das ist irgendwie etwas, was ich sonst auch noch nie so hatte. Es ist wahnsinnig
Ja, wahnsinnig schön, was wir haben. Wirklich. Mega. Tammy, du dich ja auch in ihrem Buch ganz gross Danksagungen machen. Über das Buch möchte ich nachher mit euch schwätzen. Zuerst lernen wir aber unseren Protagonist, den Urs, kennen. Für den Urs gibt es jetzt einen neuen Look. Zuerst einmal eine neue Frise. Wir hückeln hier auf die Sofa und dann schwätzen wir über das Buch und über euch gerade weiter. Da ist der Urs. Der Urs arbeitet in einer Versicherung und ist meistens im Business-Look unterwegs. Weil er neuen Schwung in sein Aussehen bringen möchte, ist er heute zu Sisley gekommen. Ich habe mich angemeldet, wie ich eine Veränderung Style in der Frisur. Mal ein bisschen wegkommen vom dem normalen, konformellen. Ein bisschen etwas Neues, ein bisschen etwas Frecheres, ein bisschen etwas Lebendigeres. Und ja, aus diesem Grund bin ich hier. Der Claymanager Urs war heute bei mir und hat gesagt, Martin, wenn ich im Büro arbeite, wünsche ich mir endlich mal einen neuen, freshen Cut für den Büroalltag. Bevor ich ihm aber die Haare geschnitten habe, habe ich ihn verwöhnt mit einer Shampoo-Massage. Herren haben ja tatsächlich immer das Gefühl, Shampoo sei nicht wichtig für kurze Haare. Das Volumizing-Shampoo von Hechituel tut aber zum einen Kopfhaut beruhigen, was sehr angenehm ist bei Herren, und spendet noch Volumen, was schlussendlich beim Frisieren ein wichtiger, entscheidender Punkt ist. Weiter ist es gegangen mit dem Schnitt vom Urs. Ich habe ihm zuerst Steckhaar strukturiert, personalisiert und dann noch die Seite sportlich kurz geschnitten. So hat er einen Schnitt, der sehr unkompliziert ist und ihm viele Möglichkeiten bietet für Styling. Zu einem neuen, freshen Haarschnitt gehören natürlich auch die Augenbrauen. Gerade wenn sie etwas länger sind, muss man die zwischendurch ein bisschen in Form stutzen, in Form zupfen und dann sieht das schön frisch aus. Zum Schluss haben wir uns am Bart gewidmet, auch dort ein bisschen Form reingebracht und so hat er einen perfekten Look, wo er ready ist für einen neuen Business-Tag. Ready ist auch der David Hameyer, der Urs mit einer Hautpflege verwöhnt. Für 45 sieht Urs wirklich super aus, muss ich ihm wirklich ein Kompliment machen. Und mein Thema war einfach, wir möchten, dass das auch in 10 Jahren noch so bleibt. Das fing für seine Augenpartie, unsere Anti-Aging-Augenpflege, die glättet, auch wie gesagt sofort, aber auch nachhaltig. Und eben für sein Gesicht, unsere Anti-Aging-Emulsion für den Mann speziell entwickelt. Das ist ein tolles 3-in-1-Produkt, das kann er nach der Rasur verwenden, als Tages- oder Nachtpflege. Oder einfach, wenn er meint, die Falte will ich nicht mehr sehen, dann wird die wie weggebügelt. Diese Heranpflege kann er sowohl am Morgen in seine Routine einbauen oder auch am Abend, wenn er in den Apero geht oder sagt, heute möchte ich der Schönste sein, einfach ein Pimpeli auftragen und er sieht super aus. Der erste Teil des Umstyling ist gelungen. Welche Outfits Luisa Rossi im PKZ Man für den Urs ausgesucht hat, erfahren Sie später in der Sendung. Da liegt dein Werk, Tammy. Das, was ich bin, kannte ich nicht. Nach dem Schreiben, kennst du dich jetzt? Ja, also ich glaube, ich habe mich schon vorher relativ gut gekannt. Ich bin ein recht reflektierter Mensch. Das kann ich also bestätigen. Aber kennst du dich jetzt nicht noch besser, wenn man quasi die ganze Vergangenheit noch mal durchkätzt? Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch anstrengend. Also mich selber kenne ich glaube nicht unbedingt besser, aber vielleicht hat es gewisse Beziehungen, die man jetzt besser kennt zu Menschen. Das ist sicher passiert. Also mich dunkt es recht heftig, als ich das Buch gelesen habe. Also es hat Szenen drin, die ich fast gebrüllt habe und mir extrem nahe sind, weil ich sie auch sehr gut mag. Ich kann mir vorstellen, für dich war das ganz schlimm gewesen, wenn du liest, wie deine Liebe abgeschlagen wird, wie sie leidet. Was ist da in dir ab? Also es ist so, dass ich die Geschichte eben ja schon gekannt habe. Sie hat mir das schon erzählt. Aber es ist schon noch krass, wenn du nachher liest. Ich meine schon, bei der ersten Szene mit dem rosaroten Röckchen, ist mir schon einfach nur noch so das Wasser runtergelaufen. Wenn der Mensch, den du so fest liebst, so fertig gemacht wird, das ist, hey, das tut dir richtig weh. Es ist wirklich genau so. Es ist wirklich, ich habe ihr noch gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Buch fertig bin. Weil nach all drei Sätzen muss ich so brüllen. Ja, es ist krass gewesen. Es ist dann schon noch mal etwas anderes, wenn du es mal liest. Ja. Wie fest hast du sie jetzt auch unterstützt? Also ist das ein Projekt gewesen, wo du sie völlig, sagen wir mal, draussen gelassen hast? Und das hast du ja mit der Simon zusammengeschrieben. Ist sie da involviert gewesen oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Sie ist mehr
sie war emotional involviert, aber nicht, was das Projekt angeht. Ich habe extra ihr nichts gesagt, weil das ist auch, sie hat natürlich auch Ideen. Und ich, ja, es war für mich so ein Werk, das ich wirklich von mir wollte. Und sie hat mich dann unter Umständen schon beeinflussen können, gewisse Sachen. Willst du das wirklich sagen oder willst du das nicht für dich? Also, so ein bisschen so, oder? Ja, es hat schon ein paar ganz seltene Situationen gegeben, wo ja, du dann wie so beides gut gefunden hast und gefunden hast, es nimmt jetzt gleich noch Wunder. Oder ich war auch schon mal dabei beim Verlag und so, aber ich habe mich auch absichtlich sehr zurückgenommen. Ich habe nie gefragt, hey, gibst du mir mal etwas zu lesen oder so. Das dafür sehr, würde ich sagen, sehr stark. Also ich bin schon, bin überhaupt nicht aussen weg gewesen, aber ich habe nichts zum Buch an sich. Wie war sie dann beim Schreiben? Es war schon fast ein bisschen anstrengend. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht gesagt. Nein, also was meint sie da dabei? Hey, es ist im Fall sehr mühsam, auf und ich ja, manchmal ist es schon. Ja, einfach, weiss nicht, halt emotional. Auf und ab, guten Tag, schlechter Tag. Aber das halt dann auch so ein bisschen 5-Minuten-Abstand unter Umständen. Und sie kann mit etwas Liebes fragen und ich reagiere vielleicht aggressiv. Aber mehr, es hat gar nichts mit ihr zu tun. Ja. Es ist echt noch ein recht krasses Projekt, das Buch. Ich habe es gewarnt. Ja, aber bist du nicht auch erstaunt gewesen? Es war dann ein bisschen krasser, als wir erwartet haben. Es ist wirklich ein Auf und ein Ab. Es ist, aber wir haben es überlegt. Wie hast du denn das ausgehalten? Also, mit hätte ja auch können sein, dass du sagst, weißt du was? Nein, mit viel Geduld und Buch. Ich komme dann irgendwann wieder. Ja. Mit Geduld und Verständnis. Und ich habe ja schlussendlich gewusst, es hat nichts mit mir zu tun. Und es hat ja mega viel, also eben ein Auf und ein Ab. Also es hat alle Phasen gegeben. Darum habe ich jetzt daran nie gezweifelt. Hat euch das Projekt vom Buch von der Tammy noch enger zusammengebracht? Ja, vielleicht. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, alles, was du eine schwierige Zeit durchmachst, also, bringt dich dann schlussendlich näher zusammen. Ja, du lässt dich auch besser kennen. Ich glaube auch, man kann sogar sagen, alle intensiven Zeiten. Ja, genau. Auch schön intensiv. Genau. Das sind immer die Sachen, die dich nachher wahnsinnig prägen. Ja, es hat im Buch ja auch unglaublich schöne Sachen drin. Sachen, wo man auch findet, man ist wahnsinnig stolz auf seine Partnerin. Also, es ist ja, ich meine, hey, also mich hat es genommen, wo ich Dank sage. Ich meine, ich habe ja nicht mal gewusst, dass es ein Tammy-Kapitel gibt, bis ich das Buch in der Hand hatte. Ich meine, wie krass ist das? Dort habe ich... Hast du das voll gehalten? Ja. Ja, also voll. Ja, ich wäre fast vergessen, wenn ich nicht gewesen. Da sieht man den Unterschied vom Charakter. Ja, ich hätte es nicht können bei mir behalten. Ich war sehr erstaunt gewesen. Du warst dir gewöhnt gewesen, bis jetzt, auch in früheren Beziehungen, also, dass du bist Miss Schweiz gewesen, du bist das Model, du bist im Mittelpunkt. Und plötzlich ist da die Tammy, die nicht mehr einfach nur das Model ist und die man kennt, sondern jetzt ist sie, man reisst sich um sie, Interview da, Interview dort. Ist das für dich nicht ein eine Umstellung? Ich bin jetzt in psychologischer Behandlung weg. Nein! So eine Lange. Nein! Darum drehst du, gell? So damit man sie so sieht. Genau, sie haben gefunden, ich will im Mittelpunkt, gell? Und wir haben uns beide bewusst abgesprochen. Tammy, schwarz, ich grün, schwarz. Wir überlehnen ihr den Mittelpunkt. Nein, also erstens einmal ist sie vorher vielleicht mehr im Ausland. In der Schweiz vielleicht weniger ein Gesprächsthema gewesen, im Ausland hingegen schon. Ich meine, wenn ich mit ihr auf Paris bin, ist sie plötzlich weg. Als ihr euch verliebt habt, hat sie ja gesagt, ich bin nicht ganz sicher so eine Miss. Ich meine, jetzt ist sie auch in Zürich und überall. Also mit ihr kannst du nicht keinen Meter machen, nein, ohne dass man nicht das sagt, ist so, das, hey, ist das so. Ist doch Tammy. Nein, und dazu muss ich jetzt einfach mal sagen, hey, das ist kein Konkurrenz. Ich verstehe die Leute nicht, die Konkurrenz miteinander haben. Ich finde das Schönste, einander miteinander das können teilen. Und zusammen ist doch mega cool, wenn wir das zusammen machen können. Und ich bin verdammt stolz, auch wenn ich mal nebendran ihr ein Wasser bringen kann, weil sie gerade an einem Interview ist und ich... Nein, das ist doch... Ja, voll. Sich gegenseitig auch schauen. Ich finde es schön. Also, du bist jetzt dabei gewesen, wo sie das alles durchgemacht hat mit dem Buch. Jetzt wäre es dran, dass sie das mit dir irgendwann vielleicht auch mal durchmacht. Gibt es gleich ein Buch? Hast du sicher auch schon Anfragen gehabt? Ich hatte schon mal Anfragen gehabt, aber ich hatte dann nicht Co-Autorin gehabt, sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja. Sondern ich hätte alles selber schreiben und ich schreibe nicht so gerne. Nein, da habe ich wirklich gesagt, das ist mir voll wirklich, ich kann nicht auf 200 Seiten selber schreiben. Im Moment. Das ist dann an dem gescheitert. Zudem
Nein, ich habe andere Projekte, das ist so viel los. Du gibst mir man kann nicht alles machen. Eure neuen Projekte, was ihr alles vorhabt miteinander im 2019, darüber reden wir. Und dann schaue ich natürlich noch in den Kühlschrank. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin also gespannt. Ja, im Rinderknecht Move Management Zügelunternehmen, ja, ob der Kühlschrank total leer ist oder nicht. Zuerst gibt es aber für Urs zwei Outfits von der Luisa Rossi, unserer PKZ-Stylistin. Im PKZ Mainz Zürich an der Bahnhofstrasse wartet unsere Style-Expertin Luisa Rossi mit dem richtigen Look auf den Urs. Hey Urs, hey, herzlich willkommen. Ciao. Du bist eigentlich die Chinesin, eh? Urs passt nicht so ganz. Ja, ich weiß. Mach nicht, aber du bist wenigstens angekleidet Benissimo. Ich finde, dein Casual-Look sieht perfekt aus. Eigentlich, aber Business kann man sicher noch ein bisschen raffinierter reinschaffen. Ja. Und ich habe sicher etwas, was du noch nicht hast in deiner Garderobe. Sei pronto? Ja. Prontissimo. Prontissimo, dein Diamo. Perfetto. Schau, Urs, für dich habe ich etwas Helles im Business-Bereich. Also, es muss nicht immer dunkel sein. Zuerst mal angefangen bei meinen schönen Schuhen. Helle Hose und dann der Rest. Und Garderobe, et toi. Perfekt. Pronto. Merci. Für das raffinierte Business-Look braucht es eigentlich gar nicht so viel. Und ich starte gerne bei den Schuhen. Und zwar habe ich hier einen schönen Schuh von Greve ausgesucht. Und zwar in dieser Farbe, in dem Cognac, der ein ganz frisch ausgesehen hat. Vor allem hat der Urs sich gewünscht, einmal etwas im Braun. Also habe ich gefunden, dort starte ich einmal. Natürlich, wenn du braun nähe als Farbe, finde ich, dann musst du unten hell arbeiten. Und da habe ich ein wahnsinnig schönes Hemd von Eaton genommen. Ich finde Eaton ein Business, ein Must. Du musst es fast nicht bügeln, es ist wirklich ein super Hemd. Und weiss ist einfach ein von der wichtigsten Basics, die du musst haben als Mann in der Garderobe. Dazu habe ich kombiniert von Anthony Morato ganz einen lässigen Blazer mit einem feinen Glenjack drin, also einem feinen Garo. Und dazu eine klassische Hose von Masons, wo ich mit einem Umschlag so den letzten Schliff gegeben habe. Weisse Hemdli, ein Muss. Und wie muss es aussehen? Also zwei Kragen müssen auf jeden Fall an. Das eine ist der Kent, das ist eher ein schmaler Kragen. Da haben wir eher eine schmale Krawatte dazu binden, so ein Four-in-Hand. Oder der Haifischkragen natürlich. Und der ist breiter und da kannst du einen Double-Winzer-Knoten dran tun. Und vor allem, was achten ist, es muss qualitativ ein gutes Hemdli sein. Die Kragen dürfen nicht im Laufe des Tages hängen. Also, es lohnt sich zu investieren, weil ein weisses Hemdli hast du doch viel an. Aber dafür von super Qualität. Also Pulli ist nicht gleich Pulli. Und so habe ich hier einen dunkelblauen genommen, einen sogenannten mit einem Schalkragen. Das sind die Schalkragen, die so gekreuzt sind, von Boss. Und hat eine leichte Struktur drin, hat auch eine gewisse Grösse. Also ich kann im Prinzip nur den Garo-Blazer drüber tun von Pol und braucht gar nicht gross noch irgendeinen Mantel und fühlt sich trotzdem warm angelegt. Und dazu habe ich eine relativ enge Hose genommen. Es ist wie quasi eine elastische Hose, die ein trainermässig aussieht, von Scotch & Soda. Also sehr, sehr lässig, wo seine Figur optimal tut eigentlich abrunden. Und von der Statur her ist der Urs nicht ganz so ein grosser, von dem her muss er relativ eher immer schmal arbeiten und nicht zu grosse Teile nehmen. Da habe ich auch ein Merkmal auf den Schuh gesetzt, einen coolen Schuh von Marco Polo. Das Outfit ist für mich das Ultimative für ihn. Er sieht lässig aus, frech aus, perfekt eigentlich auch fürs Business, aber eben auch für privat. Auch der Vergleich zum Morgen zeigt, beim Urs ist heute definitiv etwas gegangen. Also ich bin positiv überrascht. Die zwei Outfits sind wirklich super, passend zu mir. Und die Frisur auch. Ich kann nur, ich bin wirklich happy. Also super Tag war, super Erfahrung gemacht. Super Leute auch kennengelernt, Profis, die da beraten. Und ich kann das nur empfehlen. Es ist wirklich gut. Wirklich ein Tag und bleibt. Sind auch Sie ein Mann mit Lust auf eine optische Veränderung? Dann bewerben Sie sich jetzt. Alle Infos gibt es auf lifestyle-tv.ch. Also da ist die Küche. Auch da. Ja, also auch ein cooles Stück aus den 50er Jahren. Original. Den kann man noch rein. Genau, den kannst du noch aufziehen. Mega. Da kommen dann noch mehr Stühle. Und die Lampe, das ist noch von vorher. Da kommt dann eine herzige Kronleuchterlampe an. Immer noch Kisten. Der Boden wird auch noch ersetzt. Der ist langsam auch ein bisschen vergilbt. Und dann sind wir hier im Küchli. Ist eben noch cool, weil es so einen Gang hat. Irgendwie hast du viel Platz so drin. Ja, ich habe die Küche nicht recht gern. Herzig. Im September habt ihr einen Versuch gemacht und habt einen Monat auf tierische Produkte verzichtet und dann gesagt, wir leben jetzt ab sofort vegan. Habt ihr das durchgezogen? Ja.
Ja, ich sehe also wirklich keinen Grund, um zurückzugehen. Überhaupt nicht. Uns geht es super, beiden. Körperlich. Es ist auch ethisch. Es ist schön, wenn du irgendwie die Massentierproduktion nicht mehr unterstützt. Ja. Und ja, es ist wirklich krass. Also auch der Kühlschrank, du willst wahrscheinlich noch hineinschauen, oder? Ja. Ich überlasse dir, ob du mir ihn willst zeigen. Ja, wenn ja Promis Amiga so fragen, haben sie ihn gefüllt. Genau. Ja, also gefüllt. Er ist sowieso immer gefüllt. Er ist jetzt trotz Zyklen ziemlich schnell gefüllt gewesen. Viele vegane Sachen, ja, also nur vegane Sachen. Eben zum Beispiel Kacke. Wir haben hier Fischstäbli. Ich meine, kannst du dir das vorstellen? Vegane Fischstäbli, Würst, Käse, halt auch viel Gemüse, Alkohol haben wir auch gerne. Ja. Süssmost. Genau, Most vom Bauer. So Sachen, das ist so unsere Ernährung. Und wer kocht von euch zwei? Tammy, vor allem. Immer schon so gewesen, oder hat sich das eingespielt? Nein, das war schon immer so gewesen. Sie machen, ja, du machst es einfach mega gerne. Ja. Also Tommy kocht damit so, aber ja, es ist so, also wenn man jetzt Kind hat, wäre es so, ich wäre so die, am Sonntag wieder kochen. Genau. Und sie so den Rest der Woche. Genau. Nein, bei mir ist wirklich so, wenn ich einmal gekocht habe, so, heute haben sie sehr viele Partner. Kinderfrage habt ihr schon selber beantwortet. Wäre das also das Ziel, irgendwann später mal Kinder? Ja, irgendwann schon, aber jetzt ist es noch wirklich recht weit weg. Gut, es wäre noch etwas schwierig, dann als DJ unterwegs zu sein. Wären ihr euch dann schon einig, wer würde schwanger werden? Oder würdet ihr adoptieren? Oder wie würdet ihr das machen? Ja, so konkret haben wir es noch nicht überlegt. Nein, das eben darum. Das machen wir dann, wenn es so weit ist, glaube ich. Ja. Also wir haben wirklich nicht konkrete Kinderpläne. Nein, aber wegen dem müssen wir den DJ glaube ich nicht aufgeben. Nein. Also da können die Eltern schauen, wenn wir ihn auflegen sollen. Es ist nicht Karriere. Grossmütter. Schon alles gemanagt. Was ist noch abgeht, wenn ihr zwei zusammen Musik macht, dann schauen wir jetzt rein. DJ sind ihr zusammen, du bist aber auch Ambassador und Moderatorin, wo du dann alleine unterwegs genau bist. Wie ist es in der Politik? Die gelöscht, wäre das im Duo oder du allein? Also ich glaube im Moment noch eher alleine, wenn ich mich dann zu dem entscheiden sollte. Ja, man kann dazu aber sagen, dass wir uns aber auch gemeinsam politisch einsetzen. Aber ich sage jetzt mal, wenn es Richtung Nationalrätin geht, wäre das jetzt mal ihr Projekt. Dann musst du dann doch etwas mehr kochen. Ja, nicht nur am Sonntag. Genau, das stellen wir meistens. Döner. Genau. Zusammen gehen wir jetzt schon gleich, genau, veganen Döner, auf Bali. Mhm. Über 4 Wochen. Ja, kurzfristig entschieden. Am Morgen aufgewacht, Flug gesucht, gebucht und irgendwie, jetzt gehen wir einfach weg, über einen Monat. Ich wünsche euch wunderbare Ferien. Herzlichen Dank, dass du mir exklusiv deine neue Loge gezeigt hast. Sehr, 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 sehr bald. Wir sehen uns, wenn ihr gleich wieder schon zurück seid, ja, in der Schweiz. Danke. Sehr gerne. Und für Sie habe ich jetzt natürlich den Wettbewerb. Gewinnt heute 2 Übernachtungen im Parkhotel Mania in Sils im Engadin. Die einzigartige Lage ist der ideale Ausgangsort zum Langlaufen und Skifahren. Dir und eure Begleitung könnt euch auf eine Junior Suite mit Blick aufs Engadiner Bergpanorama freuen. Der Preis im Gesamtwert von 1'500 Franken beinhaltet Frühstück, Gourmet-Dinner und eine Herbal Energy Massage. Außerdem bekommt ihr einen 2-Tages-Skipass. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Wie ernähren sich Tammy und Dominik seit letztem Sommer? Vegan oder vegetarisch? Die Nummer zum Anrufen ist 0901 581 880. Mitmachen könnt ihr auch per SMS. Schreibt als erstes Wort Lifestyle, dann die Lösungszahl und schickt es an die Nummer 9988. Für eine schriftliche Teilnahme schickt ihr Postkarte an die eingeblendete Adresse. Das war Lifestyle mit Tammy Nick. Am nächsten Freitag treffe ich für Sie den DJ Bobo, und zwar zu Rust im Europapark. Er startet mit seiner neuen Tournee Kaleido Luna. Ich bin gespannt, was mir der quirlige Entertainer alles zu erzählen hat. Bis dann, ganz einen schönen Abend, und ich freue mich sehr, wenn es wieder heisst Lifestyle auf Ihrem Sender. Lifestyle ist Ihnen präsentiert worden von der Acredo Trauring Lounge Wädischwil. Ihre Spezialist für individuelle Ehringe und Diamanten in höchster Qualität. 123gold.ch